160 katholische Schuleinrichtungen gibt es in Bayern insgesamt und sie sind alle sehr beliebt. Aber auch an den öffentlichen Schulen gibt es Religionslehrer. Im Erzbistum Münzen und Freising bringen rund 1900 Lehrer den Schülern den katholischen Glauben näher. Dem Erzbistum ist der konfessionelle Religionsunterricht sehr wichtig. Darum besucht Weihbischof Bernhard Hasselberger auch jedes Jahr Schüler und steht ihnen Rede und Antwort. Wie zum Beispiel in der Pater Rupert Meyer Realschule in Weix. Ich mag es deswegen gern, weil es einfach für mich immer interessant und auch spannend ist, mit jungen Leuten mal eine Dreiviertelstunde wenigstens so in diesem Rahmen im Gespräch zu sein. Ein bisschen auch immer wieder zu hören. Erstens einmal, was bewegt junge Leute, das merkt man dann ein bisschen an Fragen. Da viele Jugendliche vom Elternhaus den Glauben nicht mehr vermittelt bekommen, ist der Religionslehrer oft der Einzige, der religiöse Themen anspricht. Die Schüler in Weix jedenfalls fänden es nicht gut, wenn es nur noch Ethikunterricht und keinen Rallye-Unterricht mehr geben würde. Einerseits ist es ja so, dass man, ich denke, wenn einige von daheim jetzt nicht das vorgelebt bekommen, die kriegen das dann gar nicht mehr so mit, wenn es keinen Religionsunterricht mehr geben würde. Und die anderen, die das von daheim eh schon so mehr oder weniger unterstützt bekommen, die kriegen dann halt mehr noch so eine Bestätigung dann. Religion ist eigentlich jetzt von meiner Sicht her eigentlich relativ ein Fach, wo man eigentlich mal nachdenken kann, wo man eigentlich wo man nicht so an das normale Schulische denkt. Und da denkt man auch, man denkt ja nicht nur über die Bibel nach, sondern man überlegt ja auch, wie man selber zu Gott steht oder wie man selber glaubt. Und ich finde es nicht schlecht, wenn man sich mal mit dem einfach auseinandersetzt. Der Ansturm auf katholische Schulen ist ungebrochen. Bildung und Religionsunterricht gehören noch immer zusammen. Frau Dr. Krump, warum ist der Religionsunterricht den Kirchen als Schulfach so wichtig? Also ganz pragmatisch könnte man einfach sagen, das ist die größte Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft. Noch wichtiger ist aber, dass es der Ort ist, wo sehr viele junge Menschen ihren eigenen Glauben verstehen lernen und vertiefen lernen können. Und das ist auch der Ort, an dem sich die Kirche jeden Tag, jede Stunde den Fragen und Anfragen der jungen Menschen stellen muss. Und das tut auch der Kirche sehr gut. Was sind denn jetzt so die wichtigsten Inhalte im Religionsunterricht? Also jetzt nicht der ganze Lehrplan, aber was sind so die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Inhalte? Das sind drei Bereiche untergliedern. Das eine ist ganz wichtig, das ist die Vermittlung von Grundwissen über den Glauben der Kirche. Was glauben wir, was hoffen wir, was meinen wir, wenn wir von der Erde als Schöpfung Gottes sprechen oder wenn wir Jesus Christus als Sohn Gottes bezeichnen? Dann ein anderer Teil ist auch das Vertrautmachen mit Formen gelebten Glaubens. Wie geht Beten? Was passiert in der Heiligen Messe? Wie wird sie gefeiert? Und ein dritter zunehmend wichtiger Punkt ist, dass die Kinder und Jugendlichen in religiösen Fragen dialog- und urteilsfähig werden. Was glauben die anderen großen Konfessionen, Religionen? Wie begegnen wir uns respektvoll? Es scheint so, als sei der Religionsunterricht so die letzte Bastion in Sachen Glaubensvermittlung. Ist das so? Also aus der Sicht der Schüler ist es ja so, dass sie immer weniger an Glaubenswissen oder auch an Glaubenspraxis aus dem Elternhaus mitbringen. Da könnte man jetzt meinen, das wird immer schwerer, diesen Unterricht zu halten. Aber es gibt eine andere Entwicklung, die es eigentlich immer schöner macht, diesen Unterricht zu halten. Denn vielleicht gerade weil sie so wenig Vorwissen haben, kommen die Schülerinnen und Schüler mit einer sehr großen Offenheit und Neugier in den Religionsunterricht. Und die Fragen, die die Schüler stellen, sind ja die großen Fragen der Menschen. Also was ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens? Was ist gut? Was ist böse? Woher kommt das Leid? Existiert Gott? Das macht es schon sehr attraktiv, diesen Unterricht zu erteilen. Also man hat so den Eindruck, es gibt jetzt wirklich keine Krise des Religionsunterrichts. Die Abmeldezahlen derjenigen Schüler, die einer Konfession angehören, aus ihrem Religionsunterricht in den Ethikunterricht, die sind stark rückläufig. Das heißt, es bleiben immer mehr Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht und melden sich nicht ab. Und darüber hinaus finde ich es aber ganz wichtig, dass sie diese Möglichkeit haben, sich abzumelden. Denn die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die sich dort drin ja ausdrückt, das ist ja ein hohes Gut, das wir ja auch für uns in Anspruch nehmen. Diese Freiheit, sich zu entscheiden, ja, ich will in den Religionsunterricht gehen oder eben auch, nein, ich will in den Ethikunterricht gehen. Das ist wichtig fürs Fach und auch für das, was wir mit diesem Fach an der Schule den jungen Menschen vermitteln wollen. Aber Religionsunterricht in der Krise ist nicht. Würde ich so nicht sagen, nein. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Gerne.